So, Leute, ich heiße euch willkommen. Mal gucken, jetzt muss gehen. Oh, ja. So, wir machen weiter mit Strategie mit Blitzkrieg. Ja, ich habe mich entschieden, das weiterzumachen. Ich habe davon jetzt erstmal eine längere Pause gebraucht, weil es mich teilweise richtig in gewissen Teilen abgefuckt hat. Aber jetzt gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich muss erstmal gucken, was ich machen muss, was meine Dinge sind. Ich habe nämlich keinen Plan mehr. Zerstören Sie die Luftabwehreinheiten. Räumen Sie Minenfelder, bauen Sie Seeblockade auf. Okay. Zerstören Sie die feindlichen Pioniere. Ach, das war irgendwo hier im Süden, ne, oder so, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, fangen wir im Süden auch an, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Die 8-8er. Okay, du hier drauf. Sehr schön. So, das hätten wir dann. Panzer. Lass uns mal gucken, was haben wir hier? Infanterie, Packstellung, okay. Das heißt, wir gehen hier hin. Okay. Nice. So, wir gehen hier hin. Kommen wir nicht ran. 1-3. 1-3. Wir könnten hier eine Mine räumen. Und kriegen mal direkt einen auf den Sack. Okay, war jetzt nicht so toll, aber hey. Unser Abwehr. Null acht, ja, das können wir machen. Dann haben wir das Ding hier mal weg. Sehr schön. Du hier hin, also hier scheint nichts zu sein. Nice. Na, die haben nicht diesen Overkill gewonnen, ne? Nee. Okay, hauen wir weg. Sehr schön. So, Panzer. 1-3. Dann kriege ich es von dem hier aber, glaube ich, ab, oder? Scheiß. Ne, ist eine Artillerie. Ne, ist keine Artillerie, ist eine Flak. Eine Flak-Batterie. Wir gehen mal hier hin. Gehen mal hier hin. 3-4. Dann machen wir mal. 2-3. Ja, dann mache ich lieber das. Lohnt sich mehr. Drei, vier, zwei, eins.
Puh. Eins, vier. Oh, shit. Nicht gut. Ihr kommt hier hin. Du kommst hier hin. Die Pack hier hin. Die Infanterie kann man hier mitnehmen. So, und wie schaut's aus hier mit Munition und allem? Ja, das ist okay. 3, 5. Ja, dann haben wir hier das Problem, genau. Dann müssen wir das jetzt machen. Und zwar müssen wir in den verbotenen Luftraum. Jetzt muss ich mal gucken, wie war das nochmal. Flakfeuer ausweichen. Wenn sie schon schön aktiviert ist, bevor sie sich in den... Kann sich die Einheit nach dem Überwachen bewegen und angreifen. Hält bis zum Ende. Und wir brauchen das hier. Okay. Das war gut. Nice. El Adem is under our control, General. Good. We must continue surrounding the fortress, thus spreading the garrison thin. Franz, the locals at El Adem brought us some interesting news. Oh, please do inform me. They say the British have sent out two patrols to poison the wells around Tobruk, the southeastern as well as the eastern. This will complicate not only the lives of the local villagers, but our operation as well. I did not expect such deviousness from the British. I was hoping this war had gentlemen on both sides. Well, it is good you were one step ahead of the enemy. Send a few squads to intercept the Brits. This will keep the water clean and the locals happy. Very prudent and very useful for when the time comes to form the Arabian Legion. Okay, können wir uns aber Zeit lassen, haben wir jetzt keinen Zeitdruck oder so. Das ist schon mal gut, okay. So, dann würde ich sagen... 2-2. 2-2 ist natürlich ein scheiß Ergebnis. Aber wir könnten hier reingehen. Wir hätten hier die Versorgung. Ihr rückt hier hoch. Ihr habt euren Job hier eigentlich gemacht, ja. Könnten das machen. 1-3. Ah, Mist. Mit etwas Glück hätte es jetzt geklappt. Ja, ist okay. So, die Italiener. Mal mal gucken. Okay, du stehst hier. Das ist eigentlich ganz okay. Kannst du den da weghauen? Ja. Du kriegst den halt da nicht weg, aber... Der sitzt hier richtig in der Patsche, der Kollege. Und daher ist es nicht so. So, Aufklärer. 2-2. Hansa. Nee, ist alt auch nicht. Wir machen erstmal den hier. Der bettet nach Schläge. Doch. Aufklärer. Okay, nächste Flak.
Hab hier keine Artillerie. Dann wird das ein Riesenspaß gleich hier. Panzer hier hin. Panzer hier hin. Hier hin. Hier hin. Oh shit. Na, Mist. Ja, es wird jetzt gleich hässlich werden, ich sehe schon. Zwei. Nee, das wird hier nichts, das kann ich vergessen. So. Der ist leer. Das war hier gerade uninteressant. Aufklärer. Also was wir machen können, ist erstmal hier hin. Weil sonst geht er mir hier noch 10-mal auf den Senkel. Ich gucke mal, ob ich dich zurückschicken kann und wieder hochschicken kann. Ich hoffe, dass das geht. Ja, und jetzt komm wieder rein. Da bist du doch. So. Nee, der kann jetzt nicht mehr starten. Oder? Mal das mal gucken. Nee, er kann momentan, er kann jetzt nicht mehr starten. War zu weit. Okay, du hier drauf. Perfekt. So, der nervt nicht mehr. Also wir könnten 1-7. Ja, komm. Den kriegst du klein, oder? Jawoll. Sehr schön. So, dann. 1-5. Mist, wie machen wir das jetzt am besten? Sechs Punkte. Ich würde sagen, das machen wir.
Das war nicht schlecht. Okay. 2-7. Vier. Du mal hier hin. Wenn ich dich hier hinstelle. Na, jetzt habe ich keine Sicht hier drauf. Na, das ist ein Problem, ja. Das ist natürlich ein Problem. Ja, die müssen mal hier weg. Okay, das hat geklappt. Machen, weil die halten das eigentlich aus. Jo. Ah, damn it. Drei, vier. Moment mal, ich gehe mit dir. Was hast... Moment, stopp. Was hast du für eine Reichweite? Das ist doch nicht wahr. Null sechs. Das kann man machen. Das lohnt sich dann auch hier. Du kommst hier hin. Regulars Infantry. Okay. Oh.
Machen wir mal das. Ja, wir jagen die jetzt. Passt. So. Ich jetzt hier zwei Geschütze, wo ich nicht richtig eingesetzt habe. Das ist schon ärgerlich. So, Thema Luftwaffe. Okay. Nee, das bringt nichts. Gute Frage. Wir könnten die jetzt upgraden, oder? Müsste doch gehen. Scheiße, wie ging das nochmal? Boden, Marine, alle. Nee, Quatsch. Flugzeuge. Upgrade, wie ging das noch einmal? Oh Gott, ey, wenn man das lange nicht mehr gespielt hat, ne? Ich glaube hier, oder? Ja, hier war's. So, dann gucken wir mal. Sturmgeschütz. Befördern. Was geben wir dem Sturmgeschütz? Unterstützungsfeuer, schneller Schlag. Während des Angriffs 50% Feuer ziehen, ist eine Munition. Bewegung 1. Tödlichen Schaden sammeln. Gegenfeuer-Artillerie. Eine kurze Distanz ist für das Ding eigentlich uninteressant. Tödlich bei 1. Wäre gar nicht so verkehrt. Bei einer Artillerie aber eher weniger. Wenn eine feindliche Einheit nach ihrem Angriff nur noch ein Schlag leidet, sie sofort zusätzlichen Schaden. Hat eine Munition mehr. Das Munition finde ich gar nicht so schlecht. Schneller Schlag. Während des Angriffs erhält 50% weniger Schaden von Support. Wenn man das. So, der Panzer. Beförderung. Führungssponsor, die verbündeten Panzern in benachbarten Feldern Feuerunterstützung gegen gepanzerte Ziele einmal pro Runde. Wenn die feindliche Einheit nach ihrem Angriff nur noch eine Stärke hat, erleidet sie sofort zusätzlich tödlichen Schaden. Schneller Schlag, während des Angriffs erhält 50% weniger. Ja, für einen Panzer ist das ganz gut, ja. So, Artillerie. Beförderung. Würde ich sagen, gehen wir ja auch eigentlich die, warte mal, sammeln. Nach dem Feuer erhält man einen Bewegungspunkt und kann sich, okay, das ist nicht schlecht, oder? Plus 1 Munition würde ich aber trotzdem sagen. Das andere können wir später machen, das ist nicht schlecht. Luftwaffe, ja. Luftwaffe, Beförderung. Das können wir beim Jäger mehr Treibstoff, finde ich gar nicht so verkehrt. Höher. Sie bis wir am nächsten Angriff plus 4 Sekunden. Luftraum überwachen. Bietet Feuerunterstützung gegen Luftangriffe auf verbündete Flugzeuge im Schussreich einmal pro Runde. Das ist jetzt echt hier so die Frage. Aktivierungskosten. Ah, das ist dieses Zusatzding. Aktivierungskosten 4 Treibstoff. Aktivieren erhalten Sie Erstschlag für Schaden vor dem Gegenfeuer zu. Den nächsten Angriff. Die Anzahl der Verwendung ist begrenzt. Bindet sie dadurch
jedoch die Fähigkeit zur Unterstützung und erhält in diesem Zug einen Luftangriffsradius von. Ja, das ist jetzt eher so die Frage. Luftraumüberwachung? Jetzt sagen wir mal das mit dieser Höhe. Der Air Defense, ja. So. Kannst du schon Helden kriegen? Nee. Air Defense. Okay, machen wir hier mal Beförderung. Allwettertauglich, ja. Das sollte. Okay, befördern. Und ich habe das eben falsch gemacht. Ich muss befördern klicken, natürlich, ja. Infanterie. Erschütternder Angriff. Ja, das machen wir. Weil dann haben wir da mal ein bisschen Ruhe. Nachtjäger hätte ich auch. Ja, wäre eigentlich auch interessant gewesen, aber ist okay. So, bei dem Panzer habe ich das eben, glaube ich, auch vergessen, ne? Ja. Wir machen schneller Schlag. Gut. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das. Ja, schicken wir euch schon mal hier hoch. Ihr erledigt die da gleich, das sollte jetzt kein Problem damit darstellen. Ihr nachher hier und werdet hier unterstützen. Ne, kann eigentlich so bleiben. Die Artillerie wird dann hier nachher massiv unterstützen und die da auseinandernehmen. Die Mathilda ist übelst angeschlagen, aber gut, das ist nicht das Problem. So, das Thema Seeflotte. Wir sehen es hier. Massiv, massives Problem hier, ja. Die Flak würde ich mal sagen, machen wir. Ja. Okay. So, jetzt hier Torpedo. Den setzen wir hier ein. Natürlich schießt der Bastard auch zurück, ja, klar. Es juckt ihn nicht. Was habe ich denn hier? Wasserbomben? Kann ich nichts mit anfangen? Kann ich nichts mit anfangen?
Sehr schön. Wir gehen wieder hier hoch. In eine Linie. Sehr gut, du hier hin. General, oh, nice. The harbor of Tobruk is under our control as ordered. Excellent work, Garl. Hold the harbor as long as you can, but take no unnecessary risks. Okay, die U-Boote lassen wir hier. Die Decken hier. Die sind hier eigentlich gut geschützt, ja. Ja, den Hafen kümmern wir uns später drum. Hier kann ich momentan noch nichts machen. Das klappt nicht. Nächsten Runde räumen wir die Einheiten. Wir müssen diese verdammten Patrouillen da finden. Irgendwo da oben. Ja, der Jäger hier. Da kann ich momentan nichts machen. Jetzt einfach da reinfliegen? Na, Mann, folgendes. Wir gehen hier hin. Landen. Kommst hier hin. Hier kann ich nichts machen, ne? Ne. Den kriege ich da jetzt momentan noch nicht raus. So, die Versorgung hier steht. Also, wir können davon ausgehen, dass der wohl feuert. Der wird wohl feuern, der auch. Das könnte auch passieren. So. Nächste Runde müssen wir gucken, dass wir dann hier räumen. Das kann die Luftwaffe wohl machen. Und mit dem müssen wir gucken, dass wir jetzt mal da hochkommen. Da müssen wir noch die Brunnen und, oh Gott, alles erobern, alles killen. Das sind 10 Runden. Ja, das wird ein Spaß. Das wird ein Riesenspaß. Ja, Luftwaffe komplett leer geschossen, da darf jetzt nichts kommen. Na gut, okay, wenn, wäre auch nicht schlimm. Ich habe hier immer immerhin 3 Flakgeschütze. Ich meine, da müsste jetzt schon noch eine massive Luftwaffe im Hintergepäck haben. Was ich schwer zu bezweifeln würde, aber schwer bezweifle. Was mich aufregt, ist halt, dass ich hier nicht gerade weiterkomme. Den Italienern. So, komm du mal hier hin. Hier ist immerhin alles gedeckt. Ja, hier gehe ich nicht ran, dann bin ich direkt in der Schussbahn von diesem anderen Drecksding. Das werden wir mal schön lassen. Ja, okay, ich würde sagen, dann die nächste Runde. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich bin ja sehr aggressiv gerade vorgegangen. Schau mal an. Oh, okay, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber das Coole ist, dann muss ich mich jetzt nicht mehr bemühen, da rauszugeiern.
Der haut ab, okay. Na, da hat er keine Chance. Autsch. Autsch. Aber hat nicht getroffen. Hier auch nicht. Autsch. General, we managed to rescue several captured Wehrmacht soldiers. One of them saw a large shipment of machine guns arrive at the stockpile near Fort Solaro. I believe it would be wise to try and capture them. Erwin Rommel is launching a swift and daring raid against the enemy, just like the Great War. All right. Those machine guns might as well be ours already. The Brits simply do not know it yet. Na, ist ja nicht so, dass ich schon genug zu tun hätte. Warum eigentlich? Machen wir halt noch ein bisschen mehr Arbeit. Jetzt haben wir diesen scheiß Sandsturm. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's in dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit Strategie, mit Blitzkrieg. Bis dann und ciao.